Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden. Ich habe mich wie, beziehungsweise Suikoden 2, ich habe das schon mal falsch gemacht in irgendeiner anderen Folge, aber ihr seht ja, was wir hier spielen. Ja, ich habe wie beim letzten Mal angekündigt, mich jetzt hier nochmal auf dem Weg durch den Wald gemacht, damit wir hier beim Speicherpunkt auch starten können. Da sind wir schon gewesen und ich konnte es mir leider nicht nehmen lassen, Leute. Diese Gegner sind übrigens neu. Ich habe keine Ahnung, warum die in der letzten Folge kein einziges Mal aufgetaucht sind. Davon habe ich jetzt so viele bekämpft, also auf dem Weg zum Speicherpunkt. Sind jetzt relativ unspektakulär, obwohl die eigentlich so ganz cool aussehen, aber wir haben schon schmerzhaftere oder gefährlichere Widersacher vor der Nase gehabt hier. Ja, Vicky ist auf jeden Fall mit ihrer Waffe jetzt auch ausmaximiert, weil das konnte ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen am Ende der letzten Folge, dass wir irgendwie alle bis aufs Maximum gebracht haben und sie die einzige ist, die da noch mit dem vorletzten Level quasi rumdümpelt. Also gemessen daran, wie weit der Schmied halt levelmäßig gehen kann. Und ja, bisschen Geld ist noch übrig geblieben, aber nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Hatte auf dem Weg zum Speicherpunkt nicht so viele Random Encounter und ja, wir gucken jetzt mal, was hier und heute passiert. So. Genau. Käffchen ist am Start. Das ist heute auch eine neue Aufnahmesession für mich. Ich hätte jetzt schwören können, dass wir hier direkt zu Beginn jetzt irgendeinem Boss in die Arme laufen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Hier bin ich jetzt bestimmt richtig, oder? Ja. Weil vorhin auch der obere Weg. Oh shit. Der obere Weg derjenige war, der zur Kiste geführt hat. Okay. Ich glaube, wir wissen alle, was das heißt, ne? Beziehungsweise worauf das hinauslaufen wird. Und zwar wird sie jetzt mit einer Rune arbeiten. Und zwar, warte mal, hier kann ich viermal, das kann ich auch viermal. Das sind 150 und das sind auch 150. Na gut, das nimmt sich jetzt relativ wenig. Machen wir einmal den hier. Ich glaube, die sind dadurch nicht insta-tot, aber auf jeden Fall werden sich die Reihen lichten, wenn das jetzt überhaupt noch so erforderlich ist. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir jetzt einige schon one-hitten, aber das waren jetzt auch, glaube ich, gerade unsere stärksten Angreifer gewesen. Ja, Vicky kommt zu spät an die Reihe. Warum dauert das so lange? Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ihr Items zu geben, mit denen sie schneller ist, dann sollte ich das vielleicht fokussieren, weil am liebsten ist mir das ja immer, wenn zuerst die Flächenzauber kommen und danach die Leute in den Angriff übergehen. Und quasi die Reste niedermetzeln, auch wenn das voll brutal klingt, ist es letzten Endes ja auch. So, 18.000 und ein Fragezeichen-Ornament. Okay. So, ich möchte jetzt hier unten bitte eine schöne Kiste finden. Ich nehme auch eine hässliche, solange der Inhalt schön ist. Das war so klar. So, Silverlet ist, glaube ich, super schwach. Das konnten wir vor Ewigkeiten schon mal kaufen oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube, das kann nix. Also wenig. Verteidigung plus 11, sonst nichts. Nee. Werden wir nicht unbedingt benötigen. Aber können wir dann verscherbeln. Und wieder unsere finanzielle Situation etwas aufpolieren. Guck mal, wie jetzt hier gerade gar kein Kampf kam. So, nach gefühlten Ewigkeiten. So, warte mal. Ich muss ja jetzt mit dem Schlimmsten rechnen, ne? Irgendwie ist mir die Megamedizin aber gerade fast zu schade. Oh, das war so klar. Was bist du denn? Okay, geil. Heißt einfach mal Wurm. Heißt es so in anderen Spielen, würde das Ding jetzt irgendwie heißen, der Höllenwurm aus den Tiefen des Abyss oder so, ja. Aber hier ist das einfach nur Wurm. Ja, kann man mal machen. Warum nicht? So, Leute, ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen mit Runen experimentieren. Zum Beispiel hier. Das war ja das, wo ich immer bisher einen großen Bogen drum gemacht habe, weil ich mir nicht sicher war, ob das nützt, was das nützt. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal so eine richtige Experimentierrunde einschlagen. Abwehr aller Magie, einmal 100%. Macht das Sinn? Wird der Wurm zaubern? Bestimmt wird der zaubern, oder? Ich werde jetzt einmal, damit wir das irgendwie mal zu sehen bekommen, mit allen den stärksten Angriff nehmen. Außer mit ihm, weil Hellschild kennen wir ja schon.
So, und hier ist jetzt natürlich die große Frage. Hier haben wir auch... Nee, wegteleportieren will ich den nicht. Habe ich ja auch Angriffe? Ja, hier. Nur auf eingehen. Ich glaube, wir werden jetzt auch hier mal den stärksten Angriffszauber bringen. Angriffszauber. So, was haben wir hier? Schlaf an einem Feind. Halt einen Verbündeten ganz. Das geht auf alle. Jo, warum nicht? Also, wenn nicht bei Bossen, wann dann? Ich denke mal, ich werde dem nicht hinterherweinen. Die letzten Bosskämpfe sind auch nicht so ganz ohne gewesen. Aber diesmal habe ich wenigstens ein paar Zauberasse im Ärmel, sage ich mal. Ja. Janusz macht auch ganz okayen Schaden. Das sehen wir, glaube ich, gerade zum ersten Mal. Kann das sein? So, wenn der Wurm nämlich jetzt noch anfängt, großartig rumzuzaubern, dann war das ja mal mega lohnenswert. Aber es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Antimagie. Oh, oh. Heißt das, jetzt prallt auch Heilung oder was ab? Also wie so ein... Was ist denn da gerade passiert? Was zur Hölle hat Freed gerade gemacht? Warum hat der Vicky angegriffen? Was soll das? Hey, Ulan. Jawohl, ja. Oh Gott. Wir haben Antimagie. Eigentlich darf uns nichts passieren. Richtig? Hä? Haben die das gerade wirklich komplett abgeblockt? Stand ja auch 100%, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Hat uns das kein Kratzer zugefügt. Finde ich gut. Finde ich gut. Beschießt das Ungeziefer aus dem Wald. 490, jawohl. Ich glaube, das war eine sehr effiziente Runde. Auf jeden Fall eine sehr interessante. Was habe ich denn da gerade gemacht? Hä? Ich wollte nicht auf Wechsel. Ich wollte eigentlich auf Rune, aber Rune geht nicht mehr. So, ich glaube, mit dem werde ich mal normal angreifen. Ist, glaube ich, besser. So, dann haben wir hier 100% Gegenangriff an einem Verbündeten. Steigert Verteidigung ein Verbündeter. Das heißt, wenn... Weil das heißt auch Racheerde. Das heißt, wenn der Wurm einmal denjenigen angreift, dann schlägt er zurück oder was? Hält das dann den ganzen Kampf über an? Das wäre natürlich interessant. Ach, ich weiß nicht. Ich greife erstmal normal an. So, hier haben wir Heilungsgedönse. Damit warte ich jetzt noch. Und hier... Weiß ich nicht. Können wir von mir aus nochmal den hier machen? Und bei ihmchen Schlaf. Die haben jetzt alle ihre aufgepimpten Waffen. Lass die mal normal angreifen. Gut, bei Stellion kommt da jetzt nicht so viel bei rum. Aber ist egal. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist vom Schadensoutput her oder nicht. Vicky wird jetzt wieder alle in den Schatten stellen. Oh oh. Das hat aber nur eine Reihe getroffen, ne? Und der Schaden, der ging auch klar. Also richtig problematisch, finde ich, wird es erst, wenn dreistelliger Schaden ins Spiel kommt. Vor allen Dingen, wenn der sich dann gegen die Gruppe richtet, das ist dann auch ungeil. Aber so passt das schon. Ja, das ist doch Ungezieferbekämpfung, wie sie effizienter nicht sein könnte, oder? Dieser Gegner erinnert mich übrigens, also dieser Boss erinnert mich auch an einen ganz normalen Standardgegner aus Secret of Mana. Da gab es nämlich auch so einen grünen Wurm. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Dungeon. Ich könnte theoretisch auch das hier mal machen. Und dann in der nächsten Runde heilen. Ist das so riskant? Ich weiß nicht, Vicky hat gar nicht mehr so viel Energie. Kann er nicht heilen? Ja, guck mal, dann machen wir das doch einfach so. Dann heilt er nämlich Vicky. Dann müsste sie nämlich ihre eigene Attacke auch überleben. Genau, Stellion kommt ja auch vor ihr an die Reihe. Und wer weiß, vielleicht finisht den das ja schon, was sie jetzt macht. Oh, da war ein Crit dabei. Und der ist niedergeschlagen. Das ist gut. Das heißt, er wird jetzt diese Runde gar nicht angreifen. Korrekt? Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was der Niederschlag bewirkt hat. Ich glaube, das war einfach der ganz normale Standardangriff von Janusz gewesen, ne? Jo, soll mir recht sein. Hauptsache, der Ding verliert am Ende. Das ist das einzig Wichtige. Und mein Kaffee ist noch so heiß, dass ich den nicht trinken kann. Über 1000 Schaden und das war's. Das Ding ist tot. Mein Plan ist volle Möhre aufgegangen. Jawohl, ja. 35.000. Na, wenn sich das mal nicht sehen lassen kann, dann weiß ich auch nicht. Juhu.
Oh, ich kann mich wieder bewegen. So, Leute von Heidi, was machen wir denn jetzt? Eigentlich geht es uns gar nicht so schlecht, als dass ich jetzt zur großen Heilung ansetzen müsste. Es sei denn, jetzt kommt noch einer direkt hinterher. Ah, der Boss war geil. Ich glaube, mit meinen Ressourcen wäre es jetzt aber wirklich problematisch, wenn noch einer hinterher käme. So, der Überwurm. Quasi die Wurmmutter. Wurmmutter ist böse, weil Wurmsohn verbrannt. Ja, das ist die Story hinter diesem Part. So wird das sein und nicht anders. So. Ja, okay, cool. Ich will jetzt unbedingt, dass wir demnächst mal den Schmied finden, der unsere Waffen komplett ausmaximieren kann. Dann wird wahrscheinlich das Gejammer wieder groß sein, weil wegen Geldmangel und so. Aber dann kann ich das endlich mal finalisieren bei meinen Lieblingscharakteren. Und da, oh, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr immer zum Ziel setzen, die Gruppe komplett auszumaximieren. Varkas! Hey, wer seid ihr? Wo wollt ihr denn hin? Wir sind auf dem Weg zur Republik Toran. Dann sieht es so aus, dass wir ein Problem haben. Ich bin Varkas, Chef der Grenzpolizei. Ich darf keine Fremden hier durchlassen. Warum wollt ihr denn nach Toran? Eigentlich kommen wir in friedlicher Absicht. Also friedlich mitten im Krieg, ne? Wir brauchen Verbündete. Na, beruhig dich doch, Varkas. Dies ist Janusz, der Anführer der Kowalski-Armee. Er ist gekommen, um meinen Vater zu treffen. Ich verstehe die Situation, aber ich kann es nicht erlauben, dass Bürger des Stadtstaates frei in die Republik einreisen. Erlaube mir, dass ich euch nach Gregminster, der Hauptstadt der Republik Toran, begleite. Gregminster! Kenne ich noch, aus Teil 1. Wirklich? Vielen Dank. Was meinst du dazu, Janusz? Ja, wir haben ja keine andere Wahl. Oder? Wenn ich das jetzt hier nehme, was bringt uns das? Deswegen, klingt gut. Dann komm mit, hier entlang. Danke, Varkas. Nun ja, ich bin sicher, dass Präsident Le Pen euch treffen möchte. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Hey, ich habe in Teil 1 doch unser Abenteuer gestartet, nicht wahr? Bitte wartet hier. Oder war das Teil 2? Oh Gott, bin ich schon wieder Banane. Auf jeden Fall fing hier ein Teil an. Ich glaube, das war sogar Teil 2, oder? Ich erinnere das, assoziiere das auf jeden Fall mit Suikoden-Anfang. So. Wenn ich daran denke, dass wir im Scarlet Moon Empire sind, ich meine der Republik Toran, das macht mich nervös. Ich kann nicht glauben, dass er seinen eigenen Sohn so lange warten lässt. Kann mich nicht bewegen. Ich bin etwas nervös. Ich möchte gern wissen, wo die Toilette ist. Tja, musst du wohl fragen. Oder hier auf dem Teppich hinmachen. Wir verpetzen dich auch nicht. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Bitte folgt mir. Oh, gut, gehen wir. Ich werde es schon schaffen. Ja, ja, und am Ende blamiert er uns und fängt an, auf dem Boden zu machen. Während wir vor dem König stehen, ey. Das wär's ja noch. Bitte kommt rein, der Präsident wartet bereits. Beziehungsweise vom Präsidenten. Entschuldigt bitte. Könige sollte man nicht unbedingt mit Präsidenten verwechseln, kommt glaube ich nicht so gut. Herzlich willkommen, Anführer der Kowalski-Armee, Lord Janusz. Als Präsident der Republik Toran heiße ich dich herzlich willkommen. Nun, was ist das Thema deines Besuchs? Wir wollen einen Staat mit euch bilden. Na, der zweite ist so dümmlich als Antwort. Kommen wir mal auf den Punkt hier. Lord Janusz, als dieses Land vom Scarlet Moon Empire beherrscht wurde, lagen wir in ständigem Kampf mit der Allianz der Städte. Selbst nachdem die Republik Toran gegründet war, mussten wir ständig gegen die Armeen von Tinto und South Window kämpfen, die in unser Land eindrangen und versuchten, sich unseren internen Zwist zunutze zu machen. Und trotzdem willst du versuchen, einen Staat zwischen so alten Feinden zu schmieden? Laut Janusz, als dieses Land vom Scarlet Moon Empire beherrscht wurde, lagen wir in ständigem Kampf mit dem Stadtstaat. Selbst nachdem die Republik Toran gegründet war, mussten wir ständig gegen die... Das ist doch genau der gleiche Text. Das ist doch genau der gleiche Text, was ist denn das für ein hässlicher Fehler? Dieser Kerl Luca hat offensichtlich einen unstillbaren Drang zu kämpfen. Als der Bürger der Stadt South Window habe ich mit Lord Grandmire gegen dich gekämpft.
Natürlich fällt es mir schwer, dich um Hilfe zu bitten, aber Luca Blight hat offensichtlich kein anderes Ziel, als alle Bürger des Stadtstaates zu vernichten. Ich würde alles für die Menschen für South Window tun. Darum bitte ich, nein, ich flehe dich an, unseren Vorschlag in Betracht zu ziehen. Das wird für ihn wahrscheinlich nicht einfach sein, aber ich hoffe, er entscheidet sich weise. Lord Janusz, warum hörst du nicht auf zu kämpfen? Weil ich Luca Blight besiegen will, weil ich den Krieg beenden will, ich weiß nicht. Eins oder zwei? Eigentlich eins, weil ich in ihm den primären Kriegstreiber sehe. Also da fließt das für mich irgendwie auch mit ein, die zweite Option. Du bist ihm sehr ähnlich. Ich bin vielleicht der Präsident der Republik Toran, aber es gibt einen jungen Mann, der eigentlich auf diesen Thron sitzen sollte. Er führte Zehntausende von Soldaten in diese Schlacht und brachte diesem Land endlich Frieden. Ich sehe dasselbe Glitzern in deinen Augen, das auch er hatte. Auch du repräsentierst die Hoffnungen und die Wünsche all derjenigen, die dir folgen. Also war das eine gute Antwort? Tesla, wie viele Männer können wir sofort entbehren? Wenn wir die Wachen der Hauptstadt und die Grenzpolizei mit berücksichtigen, etwa 5000 Mann, Sir. Und dann stellt sich noch die Frage, wer ihr Anführer sein wird. General Valeria ist nach Gregminster gekommen, um von der Burg Panuyakuta zu berichten. Grand Seal. Sind das alles Namen, die noch relevant werden, weil wir sie irgendwann rekrutieren können? Kazumi, der Vizekanzler von Rokaku, ist ebenfalls in der Stadt, um militärische Übungen abzuhalten. Beide wären als vertrauenswürdige Anführer unserer Armee geeignet. Dann rufen wir sie her. Ja, Sir. Ja, Sir. Na dann mach mal, ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall gut. Ich glaube, da geht gerade ein Schritt auf uns zu. Einen großen Schritt. Valeria, ich melde mich wie befohlen. Na, Chica, wie wärst du bei uns im Team? Boah, so viele neue Leute. Kazumi, kenne ich auch noch aus Teil 1. Du hast mich rufen lassen, Präsident Le Pen. Lord Janusz, gestatte mir, dass ich dich Valeria, einem der 6 Generäle unserer Republik, vorstelle. Sein Können im Umgang mit dem Schwert ist unvergleichlich. Sein Können ist also ein Typ? Ich hätte jetzt hier irgendwie auch auf eine Frau getippt, aber okay. Mein Name ist Valeria, ich begrüße dich, Lord Janusz. Danke. Und dies ist General Kazumi, Vizekanzler der verborgenen Ninja-Stadt Rokaku. Es freut mich, dich kennenzulernen. Bitte nenne mich Kazumi. Du bist auch ein Typ dann, oder? Ja. Ich vertraue diesen beiden Frauen. Nein, da, guck mal. Oh, diese Verwirrung jedes Mal. Es sind also doch beides Mädels. Alles gut. Lord Janusz, welche soll dich begleiten? Nein! Das ist ja fies. Verdammt, sie sehen beide gut aus. Welche wird es sein? Welche willst du auswählen? Na, die Kazumi wird bestimmt so eine flinke Schurkin sein und die Valeria eher so die Kriegerin, schätze ich, oder? Ich weiß nicht. Beide irgendwie cool. Ach Mann, normalerweise finde ich es cool, wenn man sich irgendwie entscheiden kann. Aber hier, ich nehme Kazumi. Danke, Kazumi. Nun gut, Präsident Le Pen, Lord Janusz, ich werde mein Bestes geben, um der Kowalski-Armee zu nützen. Hoffentlich. Hoffentlich ist mir Valeria nicht böse. Bitte, Lord Janusz, nimm dies als Symbol der Freundschaft zwischen der Kowalski-Armee und der Republik Toran an. Du, ich bin schon so froh, dass du überhaupt mit dir reden lässt. Das bedeutet mir schon unglaublich viel. Dies ist... Oh, yay! Ich nehme alles zurück! Ich will! Da ist er! Endlich! Ich hoffe, das ist der blinkende Spiegel, den man in Teil 1 auch hatte. Boah, Leute, okay, ab jetzt wird es richtig chaotisch. Dies ist der Blinkspiegel, einer der Schätze der Republik Toran. Er wurde in unserem Unabhängigkeitskrieg benutzt, in unserem, Nagoya. Aber ich vermute, dass ihr ihn jetzt nötiger braucht als wir. Wenn du diesen Gegenstand benutzt, kannst du augenblicklich zu deiner Burg zurück. Da der rechtmäßige Eigentümer abwesend ist, leihe ich ihn voller Respekt der Kowalski-Armee und übergebe ihn deiner Obhut. War es also eine gute Idee, hierher zu kommen? Neue Verbündete, das ist vielleicht geilste Item des Spiels. Alles cool. Gut für dich, Janusz. Das sollte dir aus der Patsche helfen. Nun, ich wünsche dir viel Glück. Was? Ich? Ich werde hier bleiben. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben und außerdem hasse ich es zu kämpfen. Echt?
Na gut, im Kampf werde ich dich auch nicht vermissen, China. Nimm's mir nicht übel, aber ist so. Was? Was ist denn los, Vater? Aua, hey, lass mich los! Ich habe eine Bitte an Lord Janusz. Nimm meinen idiotischen Sohn bitte mit dir. Nett? Nett? Der liebevolle Vater in Person. Er ist nicht allzu viel wert, aber vielleicht gelingt es dir, einen Mann aus ihm zu machen. Das ist voll gemein. Wie kannst du denn vor so versammelter Mannschaft sowas über ihn sagen? Warte mal einen Augenblick. Na, ich habe dich in die Welt geschickt, damit du trainieren sollst, aber du hast nichts weiter getan, als deine Zeit und dein Geld zu verschwenden. Nimm dir ein Beispiel an Lord Janusz und hör endlich auf mit deinem kindischen Gehabe und komme nicht zurück, ehe dir das gelungen ist. Aber... Tja, ich vertraue ihn dir an, Lord Janusz. Okay. Ich will ihn trotzdem nicht in meinem Team haben. Ja, ich weiß, alle treten gerade voll auf ihm, trampeln gerade voll auf ihm rum. Gehen wir, Lord Janusz, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Okay. China, beweg dich! Ja doch. Du, China, es ist völlig okay, wenn du bei mir in der Butze chillst. Ich zwing dich zu nichts. Oh nein, sie hat ein K. Große Sakura. Sie hat ein K. Ich will nicht, dass sie ein K hat. Obwohl, warte. Was? China kann ich ernsthaft hier nicht rausnehmen. Och, nö. Ich will nicht Ulan aus dem Team entfernen. Hätte ich mal doch Valeria genommen. Wobei die wahrscheinlich auch ein K hätte. Was bleibt mir anderes übrig? Ich will sie jetzt halt ins Team nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es irgendwie storyrelevant ist. Ja, super. Also bis bald, Junge. Toll, ey. Ich wollte sie eigentlich nie aus meinem Team entfernen und dann sowas. Aber so eingeschränkt zu kämpfen ist ja auch dumm, wenn ich die jetzt nach hinten gestellt hätte. So, ja, Formation ändern. Kavi Kasumi, ne? Hätte man wahrscheinlich erahnen können. Aber gut. Und warum zur Hölle muss Fried jetzt unbedingt noch weiter mit uns reisen? Ich check's nicht. Na gut, aber wir können jetzt relativ schnell wieder an die Butze. Und damit ist eh alles entspannt. Vielen Dank, Vakas. Von hier an können wir alleine gehen. Ich verstehe. Seid vorsichtig. Ja, danke. Nun beeilen wir uns, Lord Janusz. Das werden wir. So. Ich begrüße dich, Lord Janusz. Möchtest du nach Gregminster gehen? Also gut dann. Aha. So, fragen die mich jetzt alle das Gleiche? Warte, ich will das nur einmal sicherheitshalber abchecken. Ja, die wollen alle das Gleiche. Dann gehen wir mal kurz rein, dann begleite ich dich dorthin. Tu das ruhig. Hab ich nichts gegen einzuwenden? Ah, guck mal hier. Da sind wir wieder. 100 Pro war Gregminster Teil 1. 100 Pro. Also meine erste Eingebung war doch irgendwie die richtige. Oh, mein Kurzzeitgedächtnis. Aber jetzt, wo ich das wieder sehe, die Stadt, da ist man doch in Teil 1 hier noch im Regenwetter durch die Stadt gelaufen, ne? So, warte mal, jetzt gucken wir erstmal, was die Leute hier so zu erzählen haben. Ein Typ namens Connor wurde gerade wegen Betrugs verhaftet, gleich hier in der Hauptstadt. Aha. Ich wette, hier gibt es noch rekrutierbare Leute. Lord Grancy, stellvertretender Kommandeur der Republikanischen Garde, ist so cool, so schick. Ist da jemand so ganz dezent verschossen? So ein ganz kleines bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Präsident Le Pen würde auch wollen, dass du dies bekommst. Bitte nimm es. Oh, dankeschön. Dieser Kupferhammer wurde von dem berühmten Schmied Mose hergestellt. Den kenne ich auch noch aus Teil 1, der gute alte Mose. Boah, ey, das wäre... Vielleicht bekomme ich hier sogar meinen Schmied. Warte mal, das wäre auch interessant. Ich will jetzt mal erstmal gucken, ob nicht vielleicht sogar Kasumi mit irgendwas anfangen kann, was ich jetzt hier noch im Dings habe. Hä? Warum trägt China denn das nicht? Habe ich das erst irgendwie von einem Gegner zuletzt bekommen oder so? Keine Ahnung. So, was hat sie denn hier überhaupt? Flügelschuhe, was machen die denn? Okay, warte mal, ich muss mal eben kurz Ausrüstung. Ne, nicht China, sondern hier Kasumi, Rache, Blitz. 600 Schaden an einem Feind, das ist gar nicht mal so schlecht. What? Sie hat ja voll die guten Sachen eigentlich. Der Helm ist jetzt nicht der allerbeste, aber warte mal. Vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, dann ganz okay, so wie sie ausgerüstet ist. Ja, damit kann ich dann erstmal ganz gut leben.
All dies gehört der republikanischen Armee. Ich schaffe es nie, sie so glänzend zu putzen, dass auch Kai, unser Nahkampflehrer, sie akzeptiert. Kai? An Kai erinnere ich mich auch noch. So, kann ich jetzt hier vielleicht irgendwo was mitnehmen, wenn ich an der richtigen Stelle suche? Wahrscheinlich nicht. So. Rechte Seite abgefrühstückt. Links gab's keine weiteren Räume, ne? Nee. Hi! Dieser Raum ist dem Helden des Befreiungskrieges Lord Valdi gewidmet. Nachdem er den Krieg gewonnen hatte, reiste Lord Valdi mit unbekanntem Ziel ab. Ja, der Valdi war schon eine coole Socke, oder? Findest du doch bestimmt auch. Guck mal, wie da sein Porträt ist. Valdi, Anführer der Befreiungsarmee. Beziehungsweise kein Porträt, sondern eine ihm gewidmete Statue. Geburt der Republik Toran. Oh, sehr schön. Haben wir wieder was Neues für unsere Butze, was wir lesen können. Die Kleider des Helden, Replik. Ja, sehr geil. Hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, hier nochmal hinzukommen. Auch wenn ich noch niemanden rekrutiert habe, aber man muss das ja nicht immer nur daran bemessen. Die Frau vom Präsident Le Pen, Eileen, ist eine sehr nette Person. Sie ist sogar nett zu mir. Ich bin so dankbar. Was heißt denn sogar nett zu dir? Warum sollte man denn nicht nett zu dir sein? Wie der sich voll selbst geißelt. Oder bist du so ein, weiß ich nicht, so ein schwer krimineller, lüsterner Opa, der alle gegen sich aufwiegelt? Ich weiß ja nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Lord Janusz, bitte sieh dir unbedingt auch unsere schöne Stadt an. Hatte ich vor. Ich wollte mich nur so ein bisschen von oben nach unten durcharbeiten. Tee, ist Lord Allen stellvertretender Kommandeur der republikanischen Garde, nicht so ein Träumer? Kann ich nicht beurteilen, das wirst du wahrscheinlich besser sagen können. Ich bin als Bote für Lord Kasim Hazir gekommen, der unsere Nordgrenze beschützt. So, so. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Scarlet Moon Empire, Scarlet Moon Empire, was ist das? Prächtiges Blumenarrangement. So, so. Was haben wir hier Feines? Kleine Schatulle, wo er anständig genug ist, was, um nicht reinzugucken. Volkszählungsliste der Volksrepublik Toran. Na dann. Einfach mal einen Stift zücken und manipulieren? Nein, davon werden wir absehen. Präsident Paul ist sehr weise. Er hat unser junges Land sehr beeindruckend unterstützt. Okay. Ja, den Eindruck habe ich auch. Der Raum dort hinten ist das Zentrum von Greg Minster. Ist er das, ja? Lord Janusz, bitte mach ich dir bequem. Ihr habt ja nicht mal Stühle hier. Vergib mir, Lord Janusz, aber du kannst hier nur zu besonderen Zeiten hinein. Okay. Könnt ihr die Öffnungszeiten bitte als Schild hier draußen hinstellen? Ich fühle mich sonst schlecht informiert in eurem Schloss, danke. Wenn ihr hier irgendwo einen Feedbackkasten habt oder einen Bogen, den ich ausfüllen kann, dann schreibe ich das rauf. Ja, nur das. Und dann komme ich 2 Monate später vorbei und gucke, was ihr draus gemacht habt. Und wie ernst ihr mich nehmt. Mich als Lord Janusz. Ja, Le Pen hatten wir in Teil 1 in unserem Team. Lord Janusz, du willst uns verlassen? Nee, noch nicht. Wenn du zurückkommen möchtest, benachrichtige mich bitte. Ich will ja gerade erstmal nicht mal weg, ne? So. Die Republik Toran wurde vor 3 Jahren gegründet, als wir das Scarlet Moon Empire besiegten. Es war sehr schwer für uns, aber sieh dir jetzt unsere Stadt an. Ja, schöner denn eh und je, oder Typ? Seid ihr vom Stadtstaat gekommen? Oh, wie weit es dorthin ist. Willkommen! Dies ist Greg Minster, die Hauptstadt der Republik Toran. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht es nach einer Stadt aus, in der man gerne lebt. Zwar nicht so ruhig und idyllisch wie einige Dörfer, die wir vorher gesehen haben, aber ich glaube, hier würde ich mich trotzdem wohlfühlen. Präsident Le Pen ist eine hervorragende Persönlichkeit. Er schützte uns vor den Stadtstaat, seit der Befreiungskrieg beendet ist. Okay, noch kein schlechtes Wort über ihn gehört, aber er scheint hier wirklich ausnahmslos beliebt zu sein. Dich kenne ich noch aus Teil 1, ich habe deinen Namen vergessen. Dich wollte ich ewig lange, wollte ich dich rekrutieren und dann ging das aber nicht, weil ich irgendein bestimmtes Level für dich brauchte und dein Name fängt mit L an, oder? Ha! Lorelei, ich wusste es. Also den ganzen Namen natürlich nicht, aber ich wusste, dass ich sie kenne. Bonjour, vous êtes le garçon qui est venu voir le président Le Pen. Janusz, c'est cela? Oh Gott. Oh mein Gott. Was? Was ist denn hier los? Das ist jetzt aber ein Übersetzungsfehler, oder? Warum Français? Oui, viendrez-vous avec nous? Oder je crois que oui. Oh Gott, wie ich das alles noch lesen kann, aber ich verstehe nichts davon. Ich nehme mal das obere, weil oui ja heißt und ja vielleicht besser ist als
Das Gegenteil? Venir avec vous, m'engager dans l'armée. Kowalski, mais allez-vous gagner? Was? Habe ich jetzt das Richtige genommen? Oh, sie mustert mich. Sie checkt wieder, ob ich stark genug bin. Bien, des rumeurs parlant de ruines sind da près de Mousse. Et on dirait vraiment que la déesse de la victoire vous sourit, oder so. Ich glaube, sie ist Teil unseres Teams. Ich hoffe, sie spricht zukünftig nicht mehr Französisch mit uns. Que voulez-vous faire? Voulez-vous que je vienne avec vous tout de suite? Tout de suite, das glaube ich jetzt sofort. Und die erste Frage heißt, was willst du jetzt machen, oder so? Ich glaube, sie fragt gerade, ob sie mit uns kommt. Soll. Ja, bitte heißt das erste. Que vous allez de... au Château, keine Ahnung. Das hier heißt ja bitte und das untere heißt, glaube ich, dass sie wieder zurückgeht zu Butze. Wir nehmen sie einfach mal mit. Guck mal, sie ist M. Kasumi kann ich jetzt auch nicht mehr rausmachen? Das wird ja immer fieser. Och nö. Ich muss dann Vicky rausnehmen, Leute. Also, weil ich Stellion beibehalten will, wegen dem schneller Laufen. Obwohl ich ja jetzt durch den blinkenden Spiegel eigentlich auch so ganz gut von A nach B komme, aber egal. Hey, was? Du willst mich verlassen? Nein, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich will Fred und Sheena rauskicken, aber ich kann nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, Lorelei. Irgendwie ist mein Team gerade voll schwach, kann das sein? Ich muss auf jeden Fall meine Leute noch ein bisschen verstärken hier. Und ich freue mich auf den Moment, wo ich wieder frei entscheiden kann, wer ins Team soll und wer nicht. Okay, das war gerade eine sehr merkwürdige Bewegung. Begegnung. Ich hoffe, dass sie die Einzige ist, die jetzt hier anfängt, uns mit französischer Sprache zu behelligen. So. Ich bevorzuge eigentlich unser ruhiges Haus in Saika. Tust du das? Aber du scheinst keine Wahl zu haben, wenn du dich trotzdem hier aufhältst. Da liegt ein Buch. Da liegt ein Buch auf dem Schränkle. Auf dem Sideboard von mir aus auch das. Kann ich aber nicht mitnehmen, wie es aussieht. Ist das Haus nicht wunderbar? Wir sind so glücklich. Ja, dein Kind ist es aber nicht. Ich habe während des Krieges viel Geld auf dem schwarzen Markt gemacht. Nun kann ich es mir leisten, in einem so großartigen Haus wie diesem zu wohnen. Macht das mal eurer kleinen Maus auch ein bisschen schmackhaft. Tut mir gerade ein bisschen leid. Willkommen, bist du ein Gast meines Meisters? Weiß ich noch nicht. Eingeladen hat er uns nicht, aber wir haben uns einfach mal selbst zum Gast gemacht. Cool, wir haben Lorelei. Ich kann das gar nicht glauben. Die hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, ey. Das ist ja gerade pure Nostalgie, der Besuch in Gregminster. Irgendwas sagt mir, dass es nicht die letzte Begegnung dieser Art sein wird. So, jetzt muss ich nur noch mal checken, wie ich hier am besten alles absuche. Wenn ich groß bin, werde ich mich der republikanischen Armee anschließen und für die 6 Generäle arbeiten. General Quanda, General Kasim, General Sonja, General Valeria, Master Kai und General Camille. Es ist schon schwierig, sich die Namen alle zu merken. Aber das hast du toll gemacht. Weißt du nicht, wie lange du dafür gebraucht hast, aber... Applaus für dich. So, durfte dieses Eintopf, aha, nicht hervorragend, ein Mann namens Gremio, hat mich gelehrt, wie man so etwas macht. Den kenne ich auch noch aus Teil 1. Ich glaube, ich werde hier alle Eigennamen irgendwie noch kennen können. Präsident Le Pen ist ein wundervoller Anführer. Er hat einen starken Willen und hört sich auch unsere Probleme ganz genau an. Das ist ja wundervoll. Das ist ja wundervoll. Wenn er zu uns irgendwann mal in die Butze kommt, dann freue ich mich nur umso mehr, diese herausragende Persönlichkeit bei uns zu haben. Aber irgendwas wird hier wieder zur höchsten, größten Eskalation führen und am Ende sind wir wieder alle in der Butze vereint. Es wird wahrscheinlich wieder einen traurigen Anlass geben, aber mal gucken. Dies ist das Haus des Blumengenerals Lord Millich. Er ist gerade nicht in Gregminster, aber er ist eine sehr verträumte Person. War das nicht das Haus mit den vielen Gemälden? Oder verwechsel ich das gerade? Oh. Ah, ich komme hier gar nicht rein. Schade eigentlich. So, dann lass uns mal hier gucken. Ich habe schon wieder das Gefühl, hier 10.000 Sachen zu übersehen. Tag. Hey, du da. Willst du etwas Tomatensaat für eine 700 Posch kaufen? Ich brauche Geld, um Wein zu kaufen. Verstehst du? ja. Hey, danke. Hier, nimm sie. Okay. So, hey, war das nicht eine hervorragende Saat? Ich
Ich weiß noch nicht, ich habe auch noch andere Saat im Schlepptau, die ich dem Toni irgendwie noch überreichen muss. Was ist denn das hier für ein türenloses Haus? Okay, komische Konstruktion. Warte mal, nicht, dass ich von der anderen Seite hier irgendwie reinkomme? Was ist das denn? Musst du da durchs Fenster krabbeln oder wie stellen die sich das vor? Keine Ahnung. Die sehen auf jeden Fall hier alle wunderschön aus, die Häuser, finde ich, sowohl von außen als auch von innen. Wobei die mir von innen, glaube ich, noch besser gefallen als von außen. Dies ist das Weinlager für Gordons Handelsstation. Wenn ich den Wein auch nur eine Sekunde lang aus den Augen lasse, stiehlt ihn jemand. Echt? Übertreibst du gerade einfach nur hart oder ist dem wirklich so? Ich weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Es sei denn, wir erwischen einen Dieb auf frischer Tat. Hier sind mehrere Schachteln aufgestellt. Okay. Warum nicht? So, ein Handelskontor. Oh, ne? Willst du dich etwa anschließen? Du stehst auch schon wieder so auffällig da. Hi. Hier in Greg Minster sind Antiquitäten sehr teuer. Ich mache ein Bündel für dich. Okay. Hab nämlich heute erst in den Kommentaren wieder gelesen, dass wenn ich mehr Zutaten und oder Gewürze haben möchte für die Kochwettbewerbe, dann sollte ich sie mir doch einkaufen hier. Mal gucken, ob ich hier auch das ein bisschen was an Geld liegen lasse. Willkommen, wie wäre es mit einigen Trachten? Sie sind billig und sehr gut genäht. Okay, ich dachte, jetzt kommt ein Einkaufsfenster, aber nichts da. Wenn du mich fragst, ich würde Wein kaufen. Er ist billig und köstlich und er ist sehr populär. Okay, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht mache ich das sogar. Manchmal haben wir Sonderangebote von alten Büchern hier. Wenn du wieder einmal in der Nähe sein solltest, schau doch vorbei. Okay, aber nicht diese Bände, die ich hier die ganze Zeit sammle, oder doch? Oh, Gordon, guck mal. Es geht halt wieder mit dem Französen, mit dem französischen Gefasel los. Bienvenue, oh, ich dachte, es liest sich voll wie Nigoya hier. Ich weiß nicht, was Nikotsch ist oder wie man es ausspricht. Gordon, petit, hein? Vous voulez me parler de quelque chose? Je suis venu faire du commerce. Engagez-vous avec nous. Ich glaube, das hier heißt, dass er sich mit uns verbünden soll. Und das hier heißt, glaube ich, dass wir einkaufen wollen. Oh oui, bien sûr, excusez-moi, alors très bien. Ja, okay. So, dann lass uns mal gucken. Alte Schrift. Hier ist wieder diese Urne, Blumenbild. Ja, es ist wirklich sehr teuer. Rote Paprika, Tracht, farbenfrohe Tracht. Das ist das, wovon die Frau gerade gesprochen hat. Wein, Holzamulett, Sojasauce. Ich glaube, Wein werde ich auf jeden Fall einkaufen. Nehmen wir mal alle mit. Obwohl, das wird mir jetzt wieder 4 Slots zumüllen, ne, in meinem Inventar. Hm, keine Ahnung. Von den Sinn da hinterlassen. Persische Lampe. Das kann ich mir dann wahrscheinlich wieder in mein Dampfbad darstellen, ne? Es ist halt so teuer. Ich habe Angst, dass ich jetzt noch einen Schmied antreffe. Ich kaufe mal eine Tracht noch. Keine Ahnung, ob die mir irgendwas nützt. Holzamulett. Na gut, ich glaube, bei dem Rest belasse ich es dann erstmal. Nun, schau mal wieder. Guck mal, der konnte auch Deutsch sprechen. Der bescheißt voll. So, jetzt nehme ich mal das untere. S'engager dans quoi? Expliquez-vous, mon garçon? Was? Ist das jetzt gut? Hallo? Bien sûr, je comprends, petit. Je veux dire, Seigneur Janusz. Je pensais laisser ce magasin à mon fils et en ouvrir un autre. Et j'ai entendu dire que je et célèbre. Ich habe keine Ahnung, was der da von mir will, aber hier ist immer Nego. Et à was, Jocelyn, je serais heureux de faire du commerce avec vous. Mais d'abord, Seigneur Janusz, je voudrais savoir si vous avez. Le son de. Oh, ich kann nicht mehr, ich krieg voll den Zungenknoten hier. Si vous arrivez à gagner. Ich glaube, der will Geld von uns. Und zwar nicht gerade wenig, aber wir haben dieses Geld. André, Seigneur Janusz, vous devez encore gagner avant d'arriver à bla. Ich habe hübsche Antiquitäten.
Du bescheiß doch! Was hat's mit dieser 50.000 auf sich? Ich check's nicht. Oder muss ich erstmal so viel Geld bei ihm ausgeben? Kann das vielleicht damit zusammenhängen? Boah, ich bin echt am Überlegen, wenn ich jetzt hier einmal gespeichert habe, das zu probieren und dann vielleicht nochmal zu laden. Wenn das jetzt hier nicht helfen sollte, aber irgendwas wird das schon mit Geld zu tun haben, schätze ich mal. Ich habe gehört, dass es im Stadtstaat Jostin einen Bürgerkrieg gibt. Das muss sehr schwer für alle sein. Endlich mal jemand, der auch an andere denkt, beziehungsweise die. So, da habe ich jetzt schon das Gasthaus gesehen. Warte mal, bin ich jetzt in diesem Haus schon drin gewesen? Ich glaube nicht, ne. Oh, ich bin froh, dass diese Flaschen unterwegs nicht zerbrochen sind. Kann ich mir vorstellen, wäre ich an deiner Stelle dann wohl auch. Dieses Haus ist seit dem Befreiungskrieg verlassen, darum haben wir es billig kaufen können. Wir haben es allerdings noch nicht ganz repariert. Naja, habt ihr ja auch noch Zeit, ne? Eins nach dem anderen, was? Leicht schäbige Kiste, na Gott sei Dank nur leicht. So, hier komme ich jetzt am Stuhl nicht vorbei, Glückwunsch. Hey du da, wir sind gerade hierher gezogen, daher lass uns Freunde sein, okay? Ich glaube, von mir als Freund hast du nicht so viel, denn wir bleiben nicht lange. Wir haben andere, größere Aufgaben, aber vielleicht, wenn wir irgendwann damit fertig sind. Sag niemals nie. So, wer bist du? Wir sind nur wegen Lord Waldi, dem Helden, der uns rettete, als er noch ein Junge war, in der Lage, so friedlich zu leben. Sehr schön, dass Waldi hier nicht in Vergessenheit gerät. Warte mal, da gehe ich als letztes hin. Oh Gott, hier jetzt erstmal gucken, ob das Geld reicht. Willkommen, Medizin, Mega-Medizin, was du auch möchtest, wir haben es. So, Seltgelek habt ihr leider nicht. Nadel, Fluchttalisman. Okay, ist jetzt nicht so der Oberknüller. Aber sollen wir wenigstens ein bisschen mehr Geld für den anderen laden? Du kannst hier irgendwo Flügelschuhe finden. Ich liebe sie einfach. Finden? Im Laden meinst du? Also kaufen und nicht finden. Oder kriegt man die hier irgendwo geschenkt? Holzkommode mit Schubladen. Nicht, dass das so ein Zeichen dafür ist, dass du die hier irgendwo umsonst mitnehmen kannst. Das wäre aber auch ein bisschen auffällig, wenn du dich hier irgendwo wegklaust, ne? So, hast du noch einen Tipp? So, es gibt ja so einen Krieg im Stadtstaat. Weißt du, wir hatten auch einen vor 3 Jahren. Einen sehr großen. Okay. Ja, habe ich schon zur Kenntnis genommen, dass ihr auch schon gebrannte Kinder seid, was dieses Thema angeht. Ausstellungsrüstung. So, Kumpel. Ne? Vergiss bitte nicht, dass wir das älteste Geschäft in Toran sind. Okay. Vergesse ich nicht. Niemals. Nie. So, Kopfschutz. Oh Gott, die Preise. Die Preise. Ich glaube, ich gehe mich vergraben. Aber es sollte trotzdem möglich sein. Warte mal, dieser Drachenpanzer hier zum Beispiel. Den werden wir jetzt einfach mal für die gute Lorelei einkaufen, damit sie nicht mehr mit ihrer Kack-Kettenpost hier durch die Lande streifen muss. So, für China könnten wir das eigentlich auch. Obwohl, nee, China... China, es tut mir leid, aber du bist es mir leider nicht so wirklich wert, wenn ich ehrlich bin. Das ist so gemein, ich weiß, ich weiß. So, aber für Kasumi könnten wir eventuell noch gucken. Ich glaube nämlich, dass sie uns jetzt noch ein bisschen länger begleiten wird. Deswegen kann sie ruhig eine magische... Shit, kann ich den Kauf wieder rückgängig machen? Ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht gekauft, oder? Warte mal, die war gerade so unfassbar viel wert. Also die Rüstung, die sie gerade trägt. Ja, wegen dem Geschwindigkeitsboost, ne? Ah, ich glaube, das lasse ich dann mal erstmal. Das lasse ich erstmal. Allerdings kann ich wegen der neuen Kopfbedeckung mal schauen. Ja, also das sollte sie auf jeden Fall bekommen. Genau, und das hier kann ich verkaufen. Sehr schön. So, was haben wir hier? Schutzring habe ich, glaube ich, auch noch in meiner Kiste. Donneramulett. Ja, ich glaube, das belassen wir erstmal dabei. Und schon wieder heißt der Waffenschmied, aber ist nicht imstande, unsere Waffen zu verstärken. Hatte ich nämlich kurz drauf gehofft. Aber egal, Einkauf hat sich trotzdem gelohnt. So, wen haben wir hier? Hallo, Ümchen. Der Sohn von General Theo ist zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen. Ist er das? Er ist so wundervoll. So, die kenne ich doch auch noch. Runenmeister. Ne, die haben wir wahrscheinlich in Suikoden 2 irgendwo schon mal gesehen. Was? Wie wäre es mit einem Titanenkristall? Weiß nicht, kommt drauf an, was du dafür
an Geld haben möchtest. Goss, Angriff eine Reihe für Axt. Ach, das hier meinte sie. Angriff auf für Zweihänderschwert. Geil. Wach sein. Wird nach 4 Runden hyper. Nach 4 Runden erst? Aber dafür, wenn ich das jetzt Sit geben würde, dann würde der von Runde 1 an hoffentlich nicht schlafen, oder? Oder wacht er dann erst nach 4 Runden auf? Ich habe keine Ahnung. I absolutely don't know. So, deswegen machen wir jetzt hier erstmal nichts. Es ist so schwierig, mit den Runenmeistern umzugehen. Meinst du das nicht auch? Nee, eigentlich nicht. Ich finde die meisten Runenmeister ziemlich cool. Ich weiß nicht, was zeichnet die denn so aus, Frau? Erzähl mal. Ich weiß nicht, was die jetzt so problematisch macht. Außer, dass sie vielleicht komische Interessensfelder haben, die so dem Otto-Normalsterblichen nicht ganz geheuer sind. Aber hey, jedes Land braucht seinen Runenmeister, ja. Ohne die würde ja auch irgendwie was fehlen hier. So, Tag der Herr. Wenn du viel von diesem Wein kaufst und ihn zur Republik der Städte bringst, dann... Dann? Was genau dann? Ich weiß nicht, weiter spricht er nicht mit uns. Aber immerhin spricht er nicht Französisch mit uns. So. Gibt es hier sonst noch wen? An einem solch sonnigen und schönen Tag wie heute möchte ich nur in der Sonne sitzen und ein Nickerchen halten. Möchtest du das? Na dann mach doch. Ich halte dich davon nicht ab. Dieses Gebäude war früher das Wohnhaus für General Theo. Aha. Okay, warte mal. Ins Wohnhaus gehen wir gleich. Erstmal will ich mit ihmchen sprechen. Diese wunderschöne Stadt Gregminster wurde von dem letzten Herrscher Barbarossa gegründet. Okay. Er hat sich aber echt auch den schicksten Platz hier ausgesucht zum Chillen, ne? Ich glaube, da würde ich mich auch wohlfühlen, am Brunnen. Wenn da keine Leute reinpissen, wie in einigen Brunnen hier bei uns in Berlin. Da ist nicht jeder Brunnen gleich schöner Brunnen. So, warte mal, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Okay, warte, das ist, glaube ich, jetzt ein etwas größeres Haus. Hier kommen auch gerade voll die Erinnerungen zurück. Hier ist im ersten Teil so viel passiert. So, warte mal, hier, guck mal, Cleo. Oh mein Gott. Was für ein Nostalgie-Flash hier mit jedem weiteren Namen. Aber Cleo war ja nun wirklich eine wichtige Bezugsperson. Hey, komm, oh, du bist doch. Bist du der Janusz, den Präsident Le Pen erwähnt hat? Was muss ich machen, damit du dich uns anschließt? Komm zu uns, Cleo. Wir haben eine ganz besondere Beziehung zum Waldi. Es ist verschlossen. Achso, du schließt deine Tagebücher ab. Du bist aber ein kluges Mädchen. Ich wette, wenn Le Pen in unserem Team ist, dann kommt Cleo auch. Also, weil sie halt schon so Bezug auf ihn nimmt. Pan! Heutige Speisekarte. Lachs, kann ich nicht aussprechen. Frischer Salat, Roastbeef, Mandelgelee, Inari, Sushi. Aha, okay. Kann man mal machen, sowas in sein Tagebuch zu schreiben. Muss man aber nicht. Das ist hier, sind das Hanteln? Das würde auf jeden Fall zu ihm passen. So, wo tummelt er sich denn? Ist der Pan denn hier irgendwo anzutreffen? Ich weiß es nicht. So, warte mal. Gucken wir jetzt erstmal hier. 101 köstliche Eintopf. Küche der Welt. Küche der Welt. Das sieht aus, als würden wir hier ein Rezept finden können. Spricht eigentlich eine Menge dafür in so einem Zimmer, oder? Aber ist nicht. Vielleicht hier? Nee, ist nur ein stinknormales Sideboard. Okay, also Cleo tummelt sich hier. Können wir uns ja im Hinterkopf behalten. Vielleicht wird das irgendwann noch wichtig. So, was haben wir hier Feines? Verschlossene Schublade. An ihmchen da auf dem Bild kann ich mich auch noch erinnern, aber ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Lesepult, der ist auch so lange in unserem Team mit drin gewesen. Was haben wir hier? Fass mit Whisky. Kann man einfach mal so mitten in den Raum stellen. Kein Thema. Sideboard. Und Bücherregal. Auch hier wäre es doch schön gewesen, wenn wir auch noch so ein Special-Buch mitnehmen hätten können. Hätten mitnehmen können. So rum. Habe ich hier schon geguckt? Lesepult. Ja. Da liegt so gemütlich ein Buch mit so einem Fläschchen daneben. Das ist irgendwie total einladend. Diese Limonadenflasche, wo bestimmt auch nur Limonade drin ist. So, direkt neben dem dicken Whiskyfass. Okay, warte. Warte. Mit ihmchen hier haben wir schon gesprochen, ne? Hallo? Ja, genau. Der hat uns was zu dem Haus erzählt.
Was ist das jetzt hier noch? Hi, ich bin da. Wir wissen nie, wann Lady Sonja zurückkommt. Darum halten wir ihr Haus immer pieksauber. Okay. Sehr cool oder auch nicht. Ich hoffe, ihr werdet gut behandelt. Es gibt hier niemanden, der den Namen Lord Valdi nicht kennt, der Anführer der Befreiungsarmee. Wie würden die Leute denn über ihn reden, wenn ich meinen Spielstand hier nicht importiert hätte? Das wäre dann wahrscheinlich der namenlose Held, ne? Dies ist das Haus von Lady Sonja Schulin, Admiral der Marine. Das wurde uns schon gesagt, aber danke, alte Frau. Danke, meinst es ja nun gut. Bücherregal, Bücherregal. Warte. Bücherregal, Bücherregal. Oh, wie spannend. Da haben wir wieder eine Schatulle, die nicht plünderbar ist. Fass Gemüse, Gemüse auf Tisch. Und nochmal Gemüse auf Tisch. So, jetzt habe ich irgendwie das alte Band vorhin... Ah, gefunden. Oh Gott, das konnte ich im ersten Teil schon nicht aussprechen. Aus Shahrazade hierher zurückzukehren war qualvoll. Natürlich erkenne ich, dass wir auf dieser Erde nicht nur gute Erinnerungen haben können, aber... Tja, die hat ihr Tagebuch dann wohl nicht verschlossen. Da hängt schon wieder ein Bild. Weiße Rosen. So, gibt es hier noch weitere Häuser? Weil dann würde ich ansonsten... Ja, ich weiß ja auch noch die Bar und das Gasthaus. Hatten wir schon? Oh, diese verdammte Lotte. Sie sagte, dass ich Mina wieder verloren hätte. Ah, nun muss ich sie wieder finden. Okay. Kommt mir auch bekannt vor. Lotte hatten wir, glaube ich, auch in Teil 1 in unserem Team. Hey, da ist sie. Mina, Mina, wo bist du? Momo ist hier, aber... Kann es sein, dass ich Mina finden muss? Was ist das ABC der Katzenaufzucht? Okay, Schrank voller magischer Gerätschaften. Tja, was müssen wir tun? Wahrscheinlich Mina finden und hierher bringen. Ja, ich habe keine Mina gesehen, aber ich habe auch nie... Was? Atem eines Babys? Okay. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie das im Englischen lauten könnte. Keine Ahnung. Baby Breath oder so? Kein Plan. Vielleicht ist das irgendeine Blumenbezeichnung in englischer Sprache. So, Leute. Ich werde jetzt hier mich auch erst in der nächsten Folge umgucken. Was ich aber tun werde... Willkommen zum Gasthaus von Marie. Selbst Lord Valdi hat hier übernachtet. Wir sind ein ziemlich historisches Hotel. So, ich will erstmal nur speichern. So, und bevor wir jetzt hier weitergehen, beziehungsweise uns umgucken, was wir dann am Anfang der nächsten Folge machen, werde ich jetzt erstmal schauen, wenn ich jetzt hier mein ganzes Geld verpulvere, also mindestens 50.000... ob der sich uns dann anschließen wird. Wir haben jetzt hier, ja, ich sag mal 21.000. Kann ich ja mal ein so ein... Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Okay, komm, Kinders. Mann, ey, ist das gerade ein beschissenes Timing. Jetzt habe ich hier mein ganzes Inventar zugemüllt mit so Rotze, die ich jetzt eigentlich gar nicht brauche. Oh, ist das gerade ein beschissenes Timing. Okay, warte mal, ich gehe jetzt zu irgendeinem Händler und verkaufe ein bisschen was. So, 4 Slots habe ich uns jetzt frei gemacht. Das muss ja wohl reichen. So, wir haben ja schon vorhin ein bisschen was gekauft. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier wirklich so... Komm ich überhaupt auf 50.000? Ja, warte mal. Einmal Blumenbild. Das ist knapp 21.000. Eigentlich könnte ich auch 2 davon kaufen, aber ich verteile das lieber. Das sind dann 21, 31. Wenn wir das jetzt aufrunden, wären wir hier bei 36.000. So, 36.000. Eigentlich will ich ja erstmal nur gucken, ob das so funktioniert. Deswegen nehme ich jetzt einfach das nochmal mit. Ich kann ja notfalls laden. So, schließt du dich jetzt an? Nee. Macht ja immer noch nicht. Das heißt, ich kann das Spiel dann auf jeden Fall laden, was ich auch tun werde. Ah nee, warte mal, das hier kann ich mir ja gar nicht leisten. Kaufen wir nochmal das hier. Achso, jetzt sind meine Gruppengegenstände wieder voll. Tja, ich habe keine Ahnung.
Aber ich kann mir das ja eventuell mit Hilfe eines Übersetzers irgendwie noch übersetzen, so gesehen. Ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass ich jetzt das Ding hier nicht abspeichere, sondern nochmal neu lade. Aber an dieser Stelle werde ich den Part jetzt auch beenden. Wir werden uns in der nächsten Folge am Anfang im Gasthaus noch ein bisschen umgucken. Da soll es ja auch eine Bar noch mit drin geben. Und werden dann direkt Ragminster verlassen, werden mit Hilfe des blinkenden Spiegels, den wir bekommen haben, warte mal, der hier bei den den Spezialgegenständen teleportiert zur Heimatbasis. Damit werden wir dann zu Butze zurückkehren, damit sich halt auch wieder das eine oder andere zu erledigen haben und gucken dann mal, wie es weitergeht. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!